Oh, ich glaube, Kohle ist alle. Peinlich, peinlich. Jo. Überall ist aus. Weil das nur über eine Kiste läuft. Ja, hier, Kohle, ganz wenig Kohle. Nein! Das braucht hier ein Ärmchen. Okay, warte. So, wie ging das? Markiere die Kohle. Ja gut, das habe ich ja viel zu viel reingetan. So, Boy, 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 warum machst du keinen Strom? Aha, weil du keinen Strom hast. Das ist jetzt ein Problem. Das heißt, dich müssen wir mal kurz wegnehmen. So. Du kommst weg. Also wir brauchen immer eins, das keine Fabrik hat. Weil die Fabrik hat irgendwann keinen Strom und dann passiert sowas wie eben gerade. Und ich glaube, das wurde sogar in den Kommentaren schon mal erwähnt. Ich hatte das nur leider vergessen. Ja, schön durchpowern. Und wir brauchen mehr Kohle. Die hier verteilt wird. So, Kohle abholen. Ganz wichtig. Da. Da. So, MK2-Pipes haben wir. Was wollte ich eben gerade noch machen, was wichtig war? Forschung? Nein, Ölfässer. Da. Fluthandling. Storage Tank, Small Pump, Empty Barrels und so weiter. Ja, forschen. So, dich drehen wir. Einer von euch kriegt Kohle. Ja, du bist auch alle. Man merkt langsam die ersten Müdigkeitserscheinungen hier. Das Kohlefeld wird auch nicht ewig halten. Aber, ne, ist ein Anfang. Du da, du da. Einen von euch. So. Die 630 Kohle, die wir jetzt haben, kommen in die Kiste da oben. Das dürfte dann erstmal wieder ein bisschen länger halten. Zing. Und dann gucke ich mir mal die Engines hier an. Maximum Power Output ist 1,4 MW. Also mehr als doppelt so viel. Frage ist, verbrauchen die auch doppelt so viel? Wahrscheinlich. Wo sind die kleinen Brenndinger, die Boiler? Da. Energy Consumption 450 Kilowatt. Die hier 390. Effektivität 75%, Effektivität 50%. Brauchen allerdings rote Chips. Was brauchen rote Chips? Plastik. Okay, das heißt, wir brauchen doch schon die ganze Ölgeschichte für die roten Chips. Das hatte ich vergessen. Ja, ärgerlich, okay. Mach hier mal bitte Strom. Oh. Kupfer läuft noch, das ist okay. Wir haben keine roten Science Packs. Weil keine Steine ankommen. Stopp. Genau, weil die Steine kommen nicht an, deswegen werden keine Zahnräder gebaut, deswegen klappt das alles nicht. Und genau deswegen bräuchten wir eigentlich schnellere Ärmchen, beziehungsweise langsamere Ärmchen im Idealfall. Aber gut, du bau erstmal... Nein, bau Mauern. So. Und ich habe noch ein paar im Inventar. So. So. Wir wollen Fluid Handling schön schnell erforschen. Hälfte davon kommt wieder ganz hinten hin. So, macht mal. Oh. Gab es die Slots bei den Forschungsdingern immer schon? Oh, ist ja praktisch, okay. Also, das läuft wieder, das läuft wieder, das läuft wieder. Stahlproduktion sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Nehmen wir alles mal mit hier. Zeugen, 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 Zeugen. Grüne Tränke kommen auch. Dann warte ich jetzt eigentlich nur noch auf die Tanks. Und bis wir da sind, kann ich die schwere Rüstung schon mal bauen. Ich kann mehr Armor-Piercing-Zeug bauen. Ich kann
eine Oil Refinery schon mal bauen. Ganz viele Rohre. Oh, eine Fabrik für Rohre wäre eventuell auch noch eine Idee, aber das mit dem Platz ist hier immer so eine Sache. Rote Tränke. Fangen sich wieder an zu stauen. Okay, sehr schön. Was noch? Town. Hier ist so dermaßen viel Öl. Aber gut. Lasertürme. Haben wir den nicht erforscht? Sollten wir bald tun. Denn wird unsere Stromverbrauchgeschichte ziemlich hochfahren. Auch die Schmelzöfen, die auch nicht mehr allzu weit weg sind, werden das auch nochmal in die Höhe treiben. Da müssen wir wahrscheinlich echt die Dinger hier umstellen. Ein Haken, den ich jetzt gerade sehe, ist, wenn wir wirklich ein System immer so laufen haben ohne das Wasser, also ohne die Verarbeitung, dann ist das nicht so effektiv. Okay, ich mache das anders. Ich setze die Fabrik wieder dahin. Die Fabrik produziert auch wieder das Wasser. Wo auch immer das war. Da mit Steinchen. Und dann setzen wir irgendwo anders eine Energiequelle hin, die dann einspringt, wenn das andere nicht funktioniert. Oder wir machen es einfach wie eben. Wenn wir wirklich merken, dass kein Strom da ist, dann reißen wir das Ding kurz ab, setzen da drei Pipes hin, dann ist gut. Du, mehr Pipes. Wir werden Tonnen von Pipes brauchen, wenn wir da mit dem Gewusel oben anfangen. So, Stein staut sich. Yeah. Brauchen längere Fließbänder. Oh, Stein war zu Ende, ne? Mist. Ich glaube, ich mache hier mal einen Knick. Nein, nicht so. So war das nicht gemeint. Aufräumen. So. Dann nehme ich hier Untergrunddinger. Habe ich keine mehr. Da, baue Untergrunddinger. Ah, doch, hatte ich da. Du runter, du da hoch. Und du fährst denn hier lang. Da runter, da hoch. Also wir lagern jetzt den Stein wieder aus. Also führen ihn von den Hauptadern weg. Aber ich hätte schon ganz gern, dass die Bänder ein bisschen länger sind. Also du. So. Dann können sie theoretisch hier hinten irgendwo eine Kiste hin. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Gut, gut, gut. Eigentlich müssten wir die roten Tränke weiter unten hinpacken. Weil jetzt kann es sein, dass es sich nur von da nach da staut und dann arbeitet es nicht so lange, wie es arbeiten könnte. Wenn die Fabrik weiter unten wäre, hätte es mehr Spielraum. Das heißt, selbst wenn dann gar keine Zahnräder nachproduziert werden, könnten erstmal alle Fließbänder voll, die zwischen der roten Fabrik sind, und der Zahnradfabrik, die könnten erstmal aufgebraucht werden. Momentan ist der Puffer nur, keine Ahnung, 5, 10 Zahnräder oder so. Aber egal, das ist nicht ganz so wichtig. Fluid Handling ist gleich fertig. Was brauchten wir für die Öltanks? Ich denke mal Eisenplatten und vielleicht Stahl. Ich hole nochmal neuen Stahl. Zip. Sehr gut. Eisenzahnräder stauen sich auch. Eisenplatten stauen sich. Boah, aber das geht. Das ist okay. Kupfer. Ja, jetzt im Low-Tier-Bereich ist Kupfer echt nicht so gefragt. Ah, ich glaube, die Probleme sind hier beim Rausnehmen. Nehmen wir noch einen Rausnehmer. Ja, läuft schon viel besser. Sehr schön. Du? Klick. Du. Klick. So. Und dann noch ein Rausnehmer. Ja, geht gleich viel besser. Sehr schön. Jetzt haben wir nur viel zu viele Kupferdrähte. Smart Inserter. Zwei Stück bitte von bauen. Du nimmst dir bitte Kupferdraht. Ach du Kacke, jetzt haben wir den ganzen Riesenübersicht hier. Kupferdraht bitte. In einer... bessere Schmelzöfen. Forsch.
in eine Holzkiste. Und du nimmst bitte die Zahnräder, die momentan nicht gebraucht werden, und tust sie auch da rein. Zahnräder. Zahnräder. Die falschen. Die da. Sehr gut. Da werden sie zwischengelagert, so lange, bis wir sie brauchen. Und wenn wir sie später brauchen, dann machen wir die Ärmchen hier weg und ersetzen die durch die normalen Ärmchen und durch die halben Ärmchen und füllen das dann auf. Das passt dann schon. Ihr kommt wieder mit. Zack. So. Und jetzt Fluid Handling. Ich hätte gerne 8 Storage Tanks. Und ich hätte gerne... MK2 Pipes. Die brauchen Stahl. Nee, lass mal. Bau die und dann ist gut. Brauchen wir oben noch irgendwas? Wir brauchen die Chemiefabriken. Wir brauchen eine Raffinerie, haben wir schon. Chemical Plant, davon brauchen wir auch 3-4 Stück. Eine Chemiefabrik noch. Schnelle Fabriken vielleicht auch noch. Und dann haben wir schon wieder keinen Stahl. Lalala. Gib mir Stahl. Ja, jetzt habe ich 8 Stahlträger mitgenommen. Das ist nicht so wirklich die Welt, aber okay. Wir sollten trotzdem jetzt schon mal anfangen. Auch wenn wir noch nicht super viele Ressourcen haben für da oben. Aber einen Grundstein können wir schon mal legen. Also, Öl kommt von hier, geht hoch. Bist du auch schon angeschlossen überall? Die 2 Pumpjacks. Ja, Öl. Überall ist eine Ölanzeige. Sehr gut. Wo sind die Fässer? Da sind die Fässer. Oder Tanks, besser gesagt. Ich brauche die guten Strommasten, damit ich mir das Muster hier gut angucken kann. So, eigentlich brauche ich noch mehr davon. Brauche nochmal 5. Das passten 2 Tanks in so das Ding rein. Also hier und hier. Ja, es scheint okay. Wo sind meine ganzen... Meine Rohre sind da weg. Später. So. Gib mir Rohre. Klick. Klick. So, wie schnell fühlt ihr euch? Ziemlich schnell. Okay. Tank. So. Okay, das müsst ihr jetzt allerdings mal dauern, bis das voll ist. Das ist gut. Und theoretisch könnten wir hier nochmal so einen Pack hinsetzen und hier nochmal so einen Pack, dann haben wir einen richtig langen, großen Vorrat an Öl. Und dann muss es von hier verteilt werden. Ja, wir hatten es in der letzten Welt so gemacht, dass wir es nach links und rechts verteilt hatten. Links war Schweröl, rechts war Leichtöl. Und das Schweröl wurde zu Lube gemacht. Also zu dieser Lubricant, dieser Gleitcreme. Nein, dieser... Ja. Wie heißt das richtig? Nicht Gleitcreme. Hat aber einen ähnlichen Effekt. Also das Zeug halt. Das hat nach Westen. Und denn das Petroleumgas kommt dann aus dem Leichtöl raus. Jetzt haben wir allerdings noch dazu die Treibstoffdinger. Und ich denke, da wir sonst auch immer einen Überschuss hatten an Lubricant, dass wir aus dem Schweröl Lubricant machen und die Brennstoffzellen, wenn es aus Schweröl direkt geht. Sonst zerbrechen wir das Schweröl zu Leichtöl, lassen es aber auf der linken Seite hier und machen dann aus dem Leichtöl die Brennstoffzellen. Also hier im linken Bereich Lubricant, Brennstoffzellen, im rechten Bereich Leichtöl, Petroleumgas, Schwefel, Schwefelsäure. Das heißt, die rechte Seite wird immer noch trotzdem voll sein, aber okay. Wir haben ja genug Platz hier veranschlagt. So, die Seen müssen weg. Wir hatten irgendwo Landfill, das habe ich aber eingelagert. Water begun. Flood fills bodies of water using landfills from your inventory. Also, ja. Ich brauche erst das Landfill. Das ist... Nee. Okay, machen wir später. Pumpjacks. Hatte ich noch eingebaut? Jetzt, wo wir die Dinge haben? Nö, wir haben keinen Stahl.
Wir haben 400 grüne Chips, aber wir haben keinen Stahl. Das ist so komisch. Und die füllen sich ganz langsam. Okay, wie machen wir es am besten? Also wie splitten wir das jetzt auf? Machen wir, dass die ganzen linken Tanks alle für Schweröl sind und die ganzen rechten nur für Leichtöl? Das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ich glaube, wir sollten daraus eine Leitung machen. So. Und die dann später. Du da. Du. War das richtig? Ja. Und die dann später aufteilen nach links und rechts. Das ist dann zwar sehr viel Öl, das durch eine Leitung muss, aber mal ehrlich, so viel, selbst mit drei Raffinerien, die wir ja in der letzten Welt hatten, konnten wir sie nicht auslasten. Mit einem einzigen Rohr. Und es gibt jetzt MK2-Rohre, das sollte schon soweit okay sein. Also, von hier aus sollte sich jetzt verteilen auf die verschiedenen Raffinerien. Das heißt, wir hauen hier schon mal eine Raffinerie hin. Die wir nicht gut platzieren konnten, das weiß ich noch. Genau so war das. Da. Das war Nummer 1. Du bekommst... Das braucht ja auch Wasser, ne? Ne, das Ding braucht jetzt noch kein Wasser. Ist allerdings noch die schlechte Art von Refinering. Es gibt ja später noch eine bessere, die dann weniger Schweröl produziert, dafür mehr Leichtöl. Aber ist für den Anfang okay. Das heißt, hier kommt jetzt eine ganze Reihe davon hin. Okay, mit geplant. Nein, hier, da kommt der nächste davon hin. Brauche ich noch mehr Strommasten? Da. 3. Ich glaube, 3 hatten gereicht. Und wir brauchen wieder mehr Stahl. Gut, du auch schon mal das. Dann bekommt jetzt ihr beide Öl. Da runter. Da hoch. Da angeschlossen. So. Okay, jetzt brauchen wir neue Tanks. Ich würde sagen, wir machen Leichtöltanks hierhin. 2 Stück. Und Petroleumtanks dann 6 oder 8 hierhin. Weil Petroleumgas ist wirklich das, was wir am Ende brauchen. Leichtöl wird... eigentlich wird alles Leichtöl ja gleich weiterverarbeitet zu Petroleumgas, ne? Ja. Okay, also kein Tank für Leichtöl. Schweröl soll jetzt nach links. Das heißt, es muss hier einen Knick machen. Da, da.